Sneaker kaputt. Kennt ihr das? Löcher, genau. Sohlen durchgelaufen. Im Fersenbereich kaputt. Fucking abgewurzelt. Jedes Jahr landen in Deutschland 380 Millionen Paar Schuhe auf dem Müll. Und viele von euch haben mir nach einem Community-Aufruf geschrieben, dass ihre teuren Markenschuhe oft schon nach wenigen Monaten die ersten Schäden haben. Deshalb werde ich heute ein paar eurer Lieblingsschuhe reparieren. Shit, okay. Die Löcher wird Vivian wahrscheinlich nicht sehen da hinten. Und zwar die von der Vivian. Uiuiui. Cooles Outfit, bei dir läuft. Hau mal raus, was sind das für Sneaker? Ja, das ist Hardcore. Das hier sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Mit denen habe ich schon so viel erlebt, wie man sehen kann. Und kann sie deshalb einfach nicht wegschmeißen. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Harter Fall. Und ich werde die Hersteller fragen, was das soll. Also warum gehen Sneaker so schnell kaputt? Die Sneaker von Vivian repariere ich nicht allein, sondern mit Schuhprofi Hagen. Der hat ein Sneaker-Reparatur-Startup hier in Berlin. Aha, hier sehe ich schon die ganzen Kartons von den verzweifelten Menschen, deren Schuhe kaputt sind. Hallo. Hi. Lisa, hallo. Du hilfst mir heute bei der Sneaker-Rettung. Ja, das sind die Exemplare, um die es geht. Ja, gutes Modell. Schön zu reparieren eigentlich. Da denke ich, werden wir ein neues Lining einsetzen, damit die Ferse wieder hübsch ist und die ein bisschen sauber machen. Okay, und was kann ich da so falsch machen? Was passiert im schlimmsten Fall? Ja, im schlimmsten Fall nähst du irgendwo falsch lang oder der Schuh wird zerschnitten. Also gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, die da schief gehen können. Was ist denn jetzt Step 1? Bei dem Modell? Ja. Würde ich sagen, putzen wir erstmal. Und die Schnürsenkel rausholen am besten. Und für uns geht auch die Insolen. So, also Hagen, ganz ehrlich, ist das hier normal? Das ist halt schon ein bisschen gammelig. Könnten wir auf jeden Fall eine neue machen, ja. Gut. Wir haben auch echt viele geschrieben, dass die ersten Schäden... Ja, ich habe echt alles mitgenommen. Ja. Dass die ersten Schäden schon so nach ein paar Monaten aufgetreten sind. Ja, das geht schnell. 3 Monate manchmal, je nachdem, wie stark man die rockt. Wie bist du dazu gekommen, Sneaker zu reparieren? Nach der Schule wusste ich nicht, was ich machen sollte. Man kennt es. Man kennt es. Und mir ist einfach aufgefallen, dass so viele Leute kaputte Sneaker tragen, wenn man draußen unterwegs ist. Dann habe ich geguckt, ob jemand gibt, der das repariert. Gab's nicht. Also habe ich es gemacht. Okay, und was geben die Leute so im Schnitt aus? So 45 Euro. Dafür, dass es Handarbeit ist, voll in Ordnung. Aber wahrscheinlich überlegen sich dann schon auch einige, oder kaufe ich mir doch einen neuen Schuh? Auf jeden Fall, voll. Aber für uns ist es halt, also am Preis, da geht nichts mehr. Ich würde sagen, dass wir die Decksohlen auf jeden Fall nochmal neu beziehen. Super, zeig mal. Ist es schon schön? Ach so. Ja. Ja, oder? Boah. Also das so. Da ich jetzt nicht so gerade geschnitten. Ja, das ist ja katastrophal, Alter. Das ist wirklich sehr scheiße. Vielleicht wird sie es verzeihen. Ich hoffe es. Holen wir uns ein bisschen Mesh raus. Wir machen mal die richtige Farbe. Ich glaube, dieses Grau ist sogar das Richtige. Können wir ja mal gucken. Aha, und wo bekommst du dieses Material ja, her? Ja, online, von verschiedenen Händlern halt. Aber nicht von den Herstellern. Nee, das wäre ja das Schöne, aber die Flöten haben ja keine Lust. Noch nicht. Also ich glaube, früher oder später müssen die auch in diese Richtung was machen. Einfach weil es so immer mehr Leute wollen, die das mehr Leute gibt, die das wahrnehmen wollen, so eine Reparatur. Also warum muss man das immer gleich wegschmeißen? Das ist ein Schuh, ist kein Taschentuch. Ärgert dich das, dass die Schuhe so schnell weggeschmissen werden? Ja, ich finde es sinnlos. Da reißen sich ja Leute den Arsch auf dafür, dass man für, keine Ahnung, 80 Euro so ein paar Schuhe kauft. Die kriegen da 2 Euro pro Monat oder so und arbeiten dafür, dass wir unsere Schuhe rocken und so verschwenderisch damit umgehen. So, schon mal kurz eine Schere, ja? Kann ich das alleine machen oder musst du mitkommen? Darfst du alleine machen, ausnahmsweise. Glaubst du, die Hersteller machen das extra, dass die Schuhe so schnell kaputt gehen, damit sie einfach immer neu raushauen können? Boah, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber wäre natürlich vorteilhaft für sie, also wenn sie schneller kaputt gehen. Wo gehen denn die Sneaker am häufigsten kaputt? Also meistens gehen die Sneaker natürlich im Fersenbereich kaputt, wie man hier sieht. Dann scheuert sich das Mesh durch. Hier gibt es ein Problem mit dem Kleber. Das ist aber ein richtiges Problem. Ja. Waschmaschine halt. Okay, also Löcher vorne. Löcher, genau. Sieht man ja, Sohlen durchgelaufen. Mit jedem weiteren Modell wird die Qualität irgendwie ein bisschen schlechter, habe ich das Gefühl. Und was müssten die Hersteller machen? Die Qualität der Produkte und der Einzelteile ständig verbessern. Dass das Mesh vielleicht
abriebfester wird, dass die Sohlen sich nicht so schnell ablaufen. Wenn man hier einfach ein paar Stärkung reinbauen würde, die halten 10-mal länger. Ohne Spaß. Also dein Ziel wäre, dass man im Idealfall beim Hersteller die Schuhe reparieren lassen könnte. Ja, also mein Ziel wäre natürlich, viele Sneaker zu reparieren. Aber ich denke, so das Schlauste wäre es, wenn die Hersteller es reparieren lassen würden. Ja. Und wie haben die reagiert, als du die angesprochen hast? Gar nicht. Also was, so, wir sind da noch viel zu klein dafür, dass das irgendwie Gewicht hat. Aber vielleicht antworten die ja, wenn ich nachfrage. Das wäre natürlich interessant, ja. Und nun wie geht's kriegen wir weiter. Das jetzt da rein? Das macht man am besten an der Maschine. Ich habe noch nie mit einer Maschine genäht. Ja, das ist alles schon sehr easy voreingestellt eigentlich. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's richtig. Redet schon. Ja, aber ey, oh. Oder doch. Nee, shit. Shit, okay. Du musst aufpassen, weil genau, du musst schön hier die Linie nachverfolgen. Cool, wir machen das einfach nochmal auf, dann kannst du da nochmal lang nähen. Die Löcher wird Vivian wahrscheinlich nicht sehen da hinten. Ich hoffe das sehr. Ich will nicht nach Berlin. Was sagst du? Sieht toll aus. Ich glaube, dann gehen wir jetzt rüber, kleben das mal ein. Klingt leicht ironisch, aber es macht mir gar nichts. Ich überhöre das geflissentlich. Ist schon gut. Kann das jetzt hier rein? Genau, guck mal, ob es passt von der Länge. So, Vivian. Ist das, was ich gemacht habe? Ja, genau, das ist deine Nase. Das ist mein Signature-Move. Hast du schon mal einen Schuh zugrunde gerichtet? Nee, glaube ich nicht. Also richtig katastrophal zerschossen. Dann ist das jetzt der erste. Also wenn Vivian an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz genau hinguckt, dann ist sie aus dem Häuschen. Ja, safe. Wenn man ein bisschen weiter weg, so, dann ist es schon schön. Also ich zeige sie euch jetzt mal noch nicht im Ganzen. Das werde ich dann mir fürs Ende des Films aufheben. Dann werde ich nämlich euch und Vivian überraschen. Dann gehen wir. Let's go. Jetzt konfrontiere ich aber erstmal die Hersteller. Was soll das? Warum gehen Sneaker so schnell kaputt? Und vor allen Dingen, warum lassen die sich so schwer reparieren, wie ich jetzt bei Hagen gelernt habe? Ich frage mal bei Adidas und Nike nach. Das sind ja die größten Sportartikelhersteller. Reebok, also die Schuhe hier von Vivian, gehören auch zu Adidas. Wenn man sich deren Websites anguckt, dann steht da ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit. Also hier zum Beispiel bei Adidas gibt es sogar einen Abschnitt Low Waste. Ja, Low Waste ist ja diese ganze Sneaker-Industrie, aber offensichtlich überhaupt nicht. Und der Runde Tisch Reparatur, das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, der sagt, dass Schuhe eines der schlimmsten Wegwerfprodukte überhaupt sind und dass gerade bei Sneakern der Zugang zu den Ersatzteilen viel, viel besser laufen müsste. Also die bestätigen das, was Hagen mir auch schon gesagt hat. Und deshalb frage ich jetzt mal nach, was die Sneaker-Hersteller dazu sagen. So, ich habe Schuhe und ich habe Antworten und beides zeige ich jetzt Vivian. Ich habe meine alten Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann... Ich verzeih sie mir das mit den Löchern. Wir Bräute haben was zu machen. Hallo. Durchtrainieren, Feldmeister im Schach und Boxen. So. Und? Glaubst du, da war noch was zu retten? Ich frage mich wie, aber ich hoffe natürlich, dass da irgendwie ein bisschen was zu machen war. Gut, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, okay. Was du sagst. Ja. Genau. Aber hier sind deine Schuhe. Vielen Dank. Dann packe ich das mal aus. Das ist ja irre. Vor allem hier hinten war ja alles auf und da habe ich mich gefragt, wie will man das machen, dass das wieder zu ist. Ja, das war auch sehr viel Arbeit. Oh, das glaube ich. Also aber doch. Mega. Tada. Hey, alles glänzt, so schön neu. Super. Herrlich. Nach Wochen wieder richtig gut passende Schuhe. Also eine kleine Sache muss ich dir leider noch gestehen. Ja. Und zwar, wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass hier hinten ein paar neue Löcher dazu gekommen sind. Ich meine, dafür, wie sie vorher aussahen, sind diese kleinen Löcher ja jetzt überhaupt gar nichts dagegen. Das ist voll in Ordnung.
Ich habe noch was mitgebracht. Ja. Und zwar habe ich mal bei den Herstellern nachgefragt, warum Sneaker eigentlich so schnell kaputt gehen. Nike hat mir leider nicht geantwortet. Okay. Das war ein bisschen schwach. Aber Adidas hat sich immerhin Mühe gegeben und mir schriftlich geantwortet. Also vor die Kamera haben die sich leider auch nicht getraut. Aber immerhin auf meine guten Vorschläge, wie ich finde, die also Hagen geliefert hat. Also wir brauchen abriebfesteres Mesh, robustere Sohlen und eine Verstärkung vorne am Fuß. Darauf sind sie leider nicht wirklich eingegangen. Sie haben stattdessen darauf hingewiesen, dass sie lieber aus alten Schuhen neue Schuhe herstellen. Also die setzen halt voll auf Recycling. Okay. Klingt ja auch erstmal gut, aber das Nachhaltigste ist halt immer noch Reparatur. Hast du vorher schon mal Turnschuhe repariert? Ich habe noch nie Schuhe reparieren lassen, weil es irgendwie gar nicht so im Kopf war. Aber klar, das ist natürlich auch eine super Alternative. Dann habe ich auch nachgefragt, wieso das so schwer ist, an Ersatzmaterial zu kommen und warum nicht einfach die Hersteller dieses Material bereitstellen und zum Beispiel so eine Reparier-Flatrate anbieten oder sowas. Das war ein Vorschlag von Hagen. Eine Bereitstellung von Ersatzteilen ist derzeit nicht möglich. Es ist uns besonders wichtig, unsere Qualitätsstandards hochzuhalten und regelmäßig zu überprüfen. Und dies können wir nur gewährleisten, wenn wir die Artikel selbst herstellen und verarbeiten. Aber wenn Sie die dann selbst auch reparieren würden, dann könnten Sie das doch immer noch beibehalten und überprüfen, oder? Ja, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Dann habe ich halt nochmal nachgefragt. Und dann sagen Sie, wir bieten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Reparatur bzw. Bereitstellung von Ersatzteilen an. Also ich fand es jetzt nicht so gewinnbringend. Sie sagen halt einfach, wir reparieren keine Schuhe, weil wir keine Schuhe reparieren. Mach alles kaputt! So, also ich bin jetzt erstmal total glücklich, dass ich Vivian so glücklich machen konnte, trotz dem einen oder anderen kleinen Fehler bei der Reparatur. Aber womit ich nicht so zufrieden bin, ist, dass die Sneaker einfach so schnell kaputt gehen. Ich habe jetzt gelernt, es liegt am Material und daran, wie sie zusammengebaut sind. Aber das eigentliche Problem ist nicht unbedingt, dass sie so schnell kaputt gehen, sondern dass sie sich nur so schwer reparieren lassen, weil die Hersteller einfach keine Ersatzteile zur Verfügung stellen. Und das finde ich persönlich echt schwach. Und es sorgt dafür, dass viel zu viele Sneaker viel zu schnell auf dem Müll landen. Ich habe mir jetzt für mich persönlich vorgenommen, dass meine Sneaker nicht wie Müll behandelt werden sollen, sondern dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall erstmal versuchen werde, die reparieren zu lassen. Wie schnell sind denn eure letzten Sneaker kaputt gegangen? Schreibt mir das doch mal hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch generell für Sneaker interessiert, schaut doch mal hier rein. Die Kolleginnen von Steuerung F haben dazu einen Film gemacht.